lieber Stier, herzlich willkommen bei Inbiles Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es in der zweiten Jahreshälfte bei dir aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? In Bezug auf dieses Thema habe ich zwei Videos auf meinem Kanal. Geh da mal nachschauen. Mond, Venus, Aszendentzeichen heißen diese zwei Videos. Dort erkläre ich, wofür diese Zeichen stehen und warum man diese anschauen sollte. Okay? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, den Link zu deiner Jahreslegung für 2021 und den Link zu den Karten, die ich hier einsetze, inklusive dieser riesen Karten hier. Das sind die Universal Tarot Karten von Lo Scarabeo. Ich habe da auch in Klammern XL geschrieben, damit ihr wisst, welche Karten hier diese riesigen da sind, okay? In Bezug auf die Legung nicht vergessen, die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen, okay? Gut, schauen wir mal. Stier in der zweiten Jahreshälfte 2021, bitte. Diese hier, gut. Das war jetzt sehr spezifisch, okay. Buh. Stier, in der zweiten Jahreshälfte geht es nicht darum, dass du Liebeskummer haben wirst. In der zweiten Jahreshälfte geht es darum, ob du, nachdem du Liebeskummer gehabt hast, imstande bist, noch eine Möglichkeit hier zu sehen. Ja, momentan siehst du nur die Verluste. Und die Frage ist, Stier, kannst du das hier sehen? An die Crosswatcher. Das ist ein Stier, das ist kein Krebs, keine Fische oder auch, es gibt sonst noch auch nicht Skorpion oder ähnliches. Das hier ist ein Stier. Ob der diese Möglichkeit zwischen euch beiden sieht oder nicht, hängt ganz davon ab, ob du imstande bist, das Vertrauen von Stier zu gewinnen in Bezug auf Stabilität, Langfristigkeit, Monogamie und solche Dinge. Münzen. Münzen sind hier nötig. Münzen sind hier nötig. Ja. Dabei geht, schau, Page der Münzen. Du musst hier Stier zeigen, dass du langfristig hier etwas mit Stier aufbauen kannst, willst, sollst, ja? Ja, das ist so. Bei Münzen geht es nicht einfach nur um Geld, ja, um die Münzen im Portemonnaie. Bei Münzen geht es auch darum, dass du, schau, schon wieder, Page der Münzen, dass du hier ein Versprechen abgeben und einhalten kannst. Und da braucht es jetzt keine Ausreden oder ähnliches. Dabei geht es darum, dass hier Stier eine feste, stabile Beziehung gegeben werden muss. Ich würde euch empfehlen, zur Paartherapie zu gehen, ja, weil es sehr schwierig ist, Stiere von der Beständigkeit einer Liebesbeziehung zu überzeugen. Sehr schwierig. Was haben wir hier? Weil Stier hat ja schon paar Mal erlebt, dass ihr ich liebe dich gesagt wurde und dann einfach wieder zurückgelassen wurde. Was, ja, das Stier vertraut nicht auf Versprechungen. Stier muss hier Nägel mit Köpfen haben. Okay. Einfach noch zur Information. Ich habe im Februar 2021 auf Instagram eine Fragerunde gehabt. Da konnte man mich alles fragen, was man will. Und da habe ich auch diese Fragen beantwortet. Es geht um Fragen in Bezug auf Tarotkartenlegungen, Fragen an mich, wie ich mit dem hier umgehe, was meine Familie und so sagt, solche Dinge. Ja. Und die Fragen habe ich jetzt auf meiner Webseite zusammengefasst. Die sind auf inbiles-tarot.com, findest du unter Menü über mich. Da steht über mich. Da geht es über mich, um mich. Und da kannst du drauf gehen und dort sind alle Fragen drauf. Ich muss die noch sortieren, ich weiß, ist ein Chrissimisi, Tohu Wabohu. Aber die sind auf jeden Fall dort schon mal drauf. Okay? Fangen wir an.
Das Kelchische Kreuz werden wir legen. Wir haben hier 6 der Kelche. Dein Gegenüber möchte mit dir Frieden schließen. Stier. Dein Gegenüber möchte mit dir Frieden schließen, will diese Herzensverbindung mit dir wiederherstellen. Die Frage ist, kannst du dich hier umkehren? Von 5 der Kelche hin zu 6 der Kelche und nach dieser verlustreichen Zeit hier, dieser traurigen Zeit hier wieder dieses Strahlen in den Augen haben, wenn du diesem Menschen in die Augen schaust. Auf Bewusstseinsebene haben wir hier die Liebenden. Eine Entscheidung in der Liebe muss getroffen werden. Willst du diesen Menschen, ja oder nein? 6. Kelche, 6. große Arkana hier. Ja oder nein? Dein Gegenüber findet, dass ihr Adam und Eva seid. Ja, ihr gehört zusammen, sagt dein Gegenüber. Dein Gegenüber sagt, ich bin für Stier geboren und Stier ist für mich geboren. Also sowas gibt's nicht, aber dein Gegenüber denkt das. Ja? Wir wurden füreinander erschaffen. Das sind, oder Adam und Eva wurden ja auch von Gott füreinander erschaffen, damit sie zusammen sich fortpflanzen. Und dein Gegenüber sagt, ich und Stier, wir wurden füreinander erschaffen und wir gehören zusammen. Und du so, show me the money. Spaß. Das hier ist das Unterbewusstsein. Wenn ich den Crosswatchern sage, was ihr denn, oder wenn ich euch sage, was ihr den Stieren bieten müsst. Ja, ich habe ja vorhin erklärt, was Stier braucht, damit Stier hier vorwärts schauen kann. Dann haben sogar die Stiere, die hier zuschauen, nicht so recht gewusst, was ich jetzt sagen werde. Vielleicht. Vielleicht gibt es auch bewusstere Menschen, die das sehen konnten, dass ich sowas sagen möchte. Das hier ist das Unterbewusstsein von Stier und Stier wird wahrscheinlich nicht zur Sprache bringen, dass er, sie eine feste Beziehung braucht, feste Strukturen, Verwurzelung miteinander, Ressourcen, die einander gegeben werden, ja, also das Materielle, das Sichtbare, Tisch hier, damit er, sie hier wieder vorwärts schauen kann, ja. Stier wird das nicht in Worte fassen können, warum? Weil das das Unterbewusstsein ist. Okay, das ist nicht ganz einfach, das Unterbewusstsein in Wörter zu fassen, ja, solange man sich nicht mit Psychoanalytik und so beschäftigt hat. Ass der Münzen. Okay. Dein Gegenüber, Stier. Hast du als ein Neustart hin zu Stabilität mit jemandem gesehen? Nicht einfach nur Neustart hin zu Stabilität. Ja, du bist Stabilität. Ja, du Steinbock und Jungfrau, ihr seid Stabilität. Es geht darum, eine stabile, langfristige Beziehung zu jemandem aufzubauen. Ja, und du hast in diesem Menschen endlich jemanden gesehen, mit dem du wirklich dir was Langfristiges vorstellen kannst. Du hast in diesem Menschen jemanden gesehen, der hinter seinem Wort stehen kann, hinter seinem Versprechen stehen kann und. Also lauter Dinge, die du in diesem Menschen gesehen hast. Gezeigt hat es dieser Mensch nicht. Du bist hier. Buhu. Du hast es gesehen. Und das zeigt einfach, oder das hier ist ein Beweis dafür, dass wir umso mehr enttäuscht werden, wenn wir unsere Erwartungen in jemanden projizieren. Du hattest nichts zur Hand, du hast einfach nur aus deinen eigenen Ideen, aus deinen eigenen Gedanken heraus, bist du zum Schluss gekommen, doch das ist einer, der eine feste Beziehung haben möchte und der kann das auch und der will das auch und es soll auch so weitergehen und so Zeugs, ja. Aber so ist es nicht vorwärts gegangen. Deswegen bist du so enttäuscht. Deswegen kommt das hier direkt als Hauptkarte hier. 9 der Stäbe. Du hast hier Angst davor, eine Entscheidung zu treffen, weil ja, der blickt hier direkt so, blickt der hier hoch. Dein Gegenüber wird hier eine Entscheidung von dir haben wollen. Ja, mit diesem, ich liebe dich, wir gehören zusammen. Du bist für mich geboren und ich für dich und so. Ja? Und
Ich rede in diesem Ton, weil das Mist ist. Sowas gibt's nicht. Ja. Du hast hier Angst vor einer Entscheidung, Stier. Mach dich hier drauf gefasst, dass du hier die Barrieren hochfahren wirst und diesen Menschen ein bisschen auf Distanz halten wirst. Warum? Weil du hier ziemlich arg enttäuscht wurdest. Erwartet hast du 10 der Münzen bekommen, hast du Schläge auf den Kopf. Ich hoffe sehr, dass das nicht in echt passiert ist, physisch passiert ist, aber dieser Mensch hat dich eigentlich nur verletzt, sagst du. Ass der Stäbe. Ass hier, Ass hier. Ich würde gerne neu starten, sagst du Stier. Für mich, ja, ich kann das, was passiert ist, kann ich auslöschen, kann ich vergessen, brandneu durchstarten mit diesem Menschen, aber nur, falls es so anfangen soll. Siehst du, Neustart wird hingehalten in Richtung Ass der Münzen. Ich kann nur nochmals von vorne anfangen, wenn das, was ich da erwartet hatte, auch wirklich geschieht. Ja, du sagst, ich kann nicht mit Leidenschaft anfangen und dann eine Sexbeziehung führen. Ich kann nicht mit einem Kelch anfangen und eine Ich liebe dich Beziehung führen. Ja, eine Beziehung, wo man einfach nur einander liebt, nicht einander unterstützt oder verspricht oder monogam ist oder so. Nee, man liebt einander einfach. Oder du sagst, ich kann auch nicht mit Ass der Schwerter anfangen und dann einfach nur eine Beziehung führen, die intellektuell ist. Was ich brauche von meiner Gegenseite ist, dass dieser Mensch mich in seinem Leben einpflanzt, höre ich. Dieser Mensch soll mich in seinem Leben einpflanzen. Du sollst etwas im Leben deines Gegenübers sein, das gedeiht, höre ich. Dieser Mensch soll es hegen und pflegen. Okay. 7 der Schwerter. Ja. Ich reiß mir ein Bein aus, wenn mal jemand König der Münzen Eigenschaften auf einen König der Münzen projiziert. Ja, es ist immer der oder Ritter der Stäbe, von dem man all diese tollen Erwartungen da hat. Du bist hier an einen Trickster gestoßen, Stier. Ein Trickster. Du hast dich da von irgendetwas an diesem Menschen blenden lassen und dieser Mensch ist nicht ein Trickster im Sinne von nee, eigentlich schon in diesem Sinne. Aber ich erkläre dir, wie dieser Mensch tickt. Der Mensch bei 7 der Schwerter rennt vor 3 der Schwertern weg. 3 der Schwerter bedeutet Herzschmerz. Okay? 7 der Schwerter, 3 der Schwerter fehlen hier zu 10 der Schwerter. Der rennt hier weg vor 3 der Schwerter. Dies tut er, indem er vor 2 der Schwerter einer Entscheidung sich drückt. Weil dieser Mensch glaubt, dass sobald hier eine Entscheidung fällt, der Weg hin zu 3 der Schwertern sicher ist. Es gibt gewisse Phobien. Ja, zum Beispiel kann man Angst haben vor Geistern. Ja, und dann kann ich ganz konkret fragen, warum hast du Angst vor Geistern? Was hat dir ein Geist angetan? Was hat dir ein Geist Schlimmeres angetan wie dieser Mensch dir? Ja, dann würdest du mit den Schultern zucken und sagen, stimmt, eigentlich war ich nie so traurig wegen einem Geist. Ja, niemand hat mir sowas angetan. Ja, dann ist das irrational, deine Phobie. Ist nicht belegt, es gibt keinen Grund dafür. Dieser Mensch, Stier, hat nicht irrationale Phobien oder ähnliches. Diesem Menschen ist in der Vergangenheit wirklich etwas Schlimmes passiert. Das ist wie wenn ich sagen würde, hey, wenn ich die Wand hier dunkelgrau streiche, dann wird die Wand dunkelgrau, weil in der Vergangenheit habe ich die Wand dunkelgrau gestrichen und jetzt wurde es dunkelgrau. Das klingt absurd, aber und dieser Mensch sagt, wenn ich hier eine Entscheidung treffe, dann wird mir das Herz gebrochen. Warum? Weil ich in der Vergangenheit auch schon eine Entscheidung getroffen habe und mir das Herz gebrochen wurde.
Ich möchte euch beide herzlich beglückwünschen. Es haben sich zwei gefunden, und zwar zwei, die schon ganz am Anfang einer Verbindung alles Mögliche an Sicherheiten ineinander projizieren. Das tut auch dein Gegenüber. Stier, du hast hier mega Erwartungen an eine Verbindung. Dein Gegenüber hat eine mega Erwartung an eine Verbindung. Fantasie. Fantasie. Deine Erwartungen gehen in Richtung schnelle Stabilisierung, schnelle Strukturen, schnell klarmachen, welcher Beziehungsstatus, monogam und solche Dinge, ja, ineinander investieren und solche Dinge. Dein Gegenüber hat in Bezug auf das Emotionale, das Spirituelle, unerreichbare Erwartungen. Ja, das hier sind Kinder. Ich rede jetzt mit dir, Crosswatcher, liebes Gegenüber von Stier. Das, was du dir da vorstellst, ist irgendeine andere Verbindung, die du in deiner Kindheit mal hattest. Zu irgendjemandem hattest du auf irgendeine Art und Weise eine tiefe spirituelle Verbindung. Und das war eine erwachsene Person. Diese erwachsene Person hat die Szene schon längst verlassen. Ja, vielleicht war das, ja, ist dieser Mensch verstorben oder umgezogen oder sonst was. Vielleicht weiß ich nicht einmal mehr genau, wer das ist. Das kann auch irgendein Nachbar oder so sein. Auf jeden Fall, oder Papa, Mama, keine Ahnung. Vielleicht lebst du jetzt in den USA und sie sind hier immer noch in Deutschland oder so. Ja, auf jeden Fall nicht mehr in der Szene deines Lebens. Und zu diesem Menschen hattest du eine spezielle Verbindung, und diese Verbindung suchst du. Ich korrigiere, nicht du suchst diese Verbindung, sondern das Kind in dir sucht diese Verbindung. Aber du bist kein Kind mehr. Mein Kanal ist über 18. Du bist nicht mehr dieses Kind. Okay? Das ist, wie wenn man Notter, ihr könnt mal Dokus anschauen über Heroinsüchtige. Die sind stets auf der Jagd nach dem Effekt des ersten Schusses. Weil der erste Schuss, der soll geil sein. Also ich will jetzt hier für nichts Werbung machen, ja. Ich habe auch gar nichts mit solchen Dingen zu tun. Ich bin auch so komisch drauf. Ich würde normal werden, wenn ich Drogen nehmen würde. Heroinsüchtiger, also ich hab das jetzt schon von Paaren gehört, dass der erste Schuss der Hammer sein soll und dass jeder nächste Schuss immer so eine Suche nach diesem geilen Gefühl beim ersten Schuss ist. Ja, es ist wirklich einfach der erste Schuss, vielleicht sind es auch die nächsten paar, aber dann nachher nimmt der Effekt ab und man bekommt nie wieder das geile Gefühl, dass man beim ersten oder bei den ersten Schüssen hatte. Und das ist das, was du hier tust. Du willst den ersten Schuss. Ist unmöglich. Ja. Ach, der Kelche. Stier, du hast Angst davor, dass diese Liebe, die dir dein Gegenüber zeigt, nicht beständig ist. Du sagst, dieser Mensch kommt jetzt mit Duzi, Duzi. Ja, aber was, wenn dieser Mensch sich wieder von mir verabschiedet? Ihr hattet hier schon mal zwei der Kelche. Und dann wurde es nicht ernst genommen, ist drei der Kelche passiert und jetzt kommt hier sechs der Kelche, auch eine Form von zwei der Kelche, einfach auf kindliche Art und Weise, ja. Auch ein Gegenüber. Und du sagst, jetzt haben wir hier wieder zwei der Kelche. Was, wenn dann wieder ein anderer Kelch wichtig sein wird und dieser Mensch sich von mir verabschiedet, um die wahre Liebe zu haben. Weil es ist wahr, das, was dieser Mensch hier anpeilt, ist eine Liebe, die er sie in der Kindheit erlebt hat. Und erwachsene Liebe ist nicht so wie das, was du da mal hattest, was du da so anpeilst. Und das ist ja, und man sagt ja auch, dass Menschen
einen ersten Freund haben, eine erste Freundin und dass die nächsten Partner, Partnerinnen einfach nur stets die Suche nach einer Liebe sind, die genauso ist wie die erste. Ja, und dann muss man bedenken, warum die erste Liebe immer so grandios, so toll, so Dings ist. Warum? Weil man da noch naiv ist. Man ist da noch naiv. Die Art, wen auch immer du hier so geliebt hast, so eine spirituelle, krass spirituelle Verbindung und alles hattest, liebes Gegenüber, das war, weil du ein Kind warst. Ein Kind ist imstande, so etwas zu erleben. Wenn ich dir jetzt sagen würde, dass du genau das Gleiche mit Stier haben kannst, dann würdest du das gar nicht haben wollen, weil du könntest dich gar nicht so jemandem hingeben. Und das ist auch Kopfdeckel. Gut so. Schützt euch, Leute. Ja? Man muss ja auch den Verstand einsetzen. Man muss ja auch wie Erwachsene investieren und tun und lassen. Zwei der Münzen hier. Du wirst hier eine Entscheidung fällen müssen, Stier, in Bezug auf diesen Menschen. Dieser Mensch kommt hier auf dich zu. Und wird hier eine Entscheidung von dir wollen. Und zwar in Bezug auf das, was du haben möchtest. Stier, willst du mit mir gehen oder nicht? Stier. Ist halt eine Primarschullegung, was soll ich tun? Stier, willst du eine feste Beziehung mit mir? Ja oder nein? Ja, weil das hier ist der Ausgang der Situation. Du musst dich hier entscheiden. Zwei der Münzen. Bei zwei der Münzen machst du dir Gedanken darüber, ob du drei der Münzen haben möchtest. Hier zur besseren Ansicht zeige ich euch die drei Münzen. Du musst hier keine Angst haben, dass sich dieser Mensch von dir verabschiedet. Acht der Kelche hier. Warum? Weil acht der Kelche plus drei der Münzen macht elf der Münzen. Mit zehn verwirft man die vorherige Idee und fängt wieder von vorne an. Und zwar genauso, wie du es haben wolltest. Neustart, ja, aber nur, falls es ein solcher Neustart wird. Okay. Ich werde jetzt hier Folgendes tun, Stier. Ich werde hier mal schauen, was hier genau passiert. Ja, bei zwei der Münzen. Ich ziehe hier weitere Karten und dann sehen wir, was hier genau dahinter steckt, was da auf dich zukommt, dass du dann plötzlich so nervös eine Entscheidung treffen sollst. Dann werde ich hier. Ciao, eine Herzensentscheidung musst du treffen. Du musst da schon ein bisschen auch auf dein Herz hören, Stier. Diese Karten hier werde ich dann noch fragen, was von Juli über August, September, Oktober, November, Dezember, Monat für Monat passieren wird. Überall da, wo ich Action sehe, ziehe ich dann eine Zeitkarte. Dann wissen wir, wann das ungefähr sein wird. Und diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst, Stier, und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Pardon, wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.